Ja, hallo und herzlich willkommen, schönen guten Abend. Hallo Ferris, hab gesehen, du bist schon da. Ja, der Helm ist wieder da. Geht auch, alles bestens. So. Endlich sind wir wieder da, jo. Ich war auch nicht besonders, aber erzähle ich gleich, wenn noch ein paar Leute da sind, sonst werde ich 25 Mal gefragt. Guten Abend, Dumme. So, ja, dann müssen wir mal, drücken wir einfach mal auf Fortsetzen und ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Das war also, ist schon etwas her. Was mit denen? Stehen sie auf, dann setzen sie sich wieder. So, mal gucken. Da fragt nichts mehr raus. Hingehen. War das Lager da, ne? Ja. Herausfinden, wie viele Leute da noch sind. So, dann machen wir das mal. Packen wir mal dahin. Könnt bis hierhin Schnellreisen machen. Muss jetzt mal gucken, was habe ich denn noch in der Tasche? Habe ich denn Platz in der Tasche? Wie sieht meine Rüstung aus? Oh, 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 oh. Muss repariert werden, der ganze Kram. Ja, aber noch Zeug dabei, ohne Ende. Okay. Mal gucken. Kannst du was reparieren damit, ja? Okay. Den Klostermist. Oh Gott, den kann ich Gott sei Dank weghauen. Den ganzen Quatsch. Nein, das ist ja. Ah, das muss ich zum Schneider. Geht nicht, ist schon zu kaputt. Ja, nützt doch nichts. Da können wir ein paar Klamotten verkaufen. Zusehen, wo geht hier raus? Hier, ne? Ach. Ah, hier kommen wir runter. Wenn er mich durchlässt, mich wieder anmeckert. Hat ja funktioniert. Bestens. So, gucken wir mal. Wo bin ich denn? Hier könnte ich ein bisschen Kram verkaufen. Ne? Beim Schneider unten. Fall. Gehen wir erstmal. Hep. So, aufsitzen. Los geht's. Boah, muss ich erst wieder dran gewöhnen. Müsste hier richtig sein, ja. Ja, auf jeden Fall. So, ich denke, es kann nur mehr so weit sein bis zum Finale, aber genau wissen tut man nämlich. Weiß ich das natürlich nicht. Zwiebeln, die die stärksten Männer zum Weinen bringen. Greif zu! Greif ich schon nicht so an, habe ich mich gerade erschrocken. Rüllt die mir ein Ohr. Ach je, hier ist zu. Warum ist zu? Ist noch zu früh? Lass mal gucken. Was sagt die Uhr? Der macht immer so spät auf, ne? Egal. Knoblauchsuppe für den Winter, Zwiebelsuppe ja, für den auch keiner. Spargel für den Gaumen Hefe und Pflaumen ächzen und raunen. Boah, brüllen die mir ein Ohr. Das ist nicht ganz normal. Chef bleibt hier. Warte mal, ich muss mal gucken, Inventar, was habe ich denn noch? Ist das Pferd auch voll mit Quatsch? Jawohl. Ich glaube, der kauft aber nur Rüstung, ne? Pferd vom heiligen Michael. Schieben wir mal ein Inventar. Ihre Schild.
Bogen kauft er, glaube ich, keinen. Haben wir sonst noch da? Weiße Krimskrams. Becher, Bücher. Goldene Becher. Nee, nee. Schatzkarten. Nee, prima. Das reicht erst. Am Divi Cookie. Am Lottik hier. Hallo Danu. So. So, ja, endlich bin ich wieder da, Guten ne? Guten Tag, wie kann ich helfen? Jo, hat mir auch ein bisschen gefehlt, aber hatte leider. Real Life geht natürlich vor. Leider, leider. Hatte ich auch einen blöden Anlass. Mein werter Herr Großvater ist leider nicht mehr. Ja. Ja. Gestorben halt, ne? Und der war echt ein ziemlich wichtiger Mensch für mich und fand ich dann nicht so schön. Deswegen habe ich erstmal ein bisschen Pause gemacht. Das war nicht so gut. Kann ich euch sagen. Am Brausewehr, hallo Rock. Äußern. So, aber ja, was nützt ja nix. Geht weiter. Hat halt, ne? So, den Rest kann er halten, ne? Haben wir sonst noch irgendwas? Ne, auch nicht. Ja, danke, 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 Leute. Vielen Dank, aber kann man nichts dran machen. Der war auch über 90 Jahre alt. War jetzt nicht so das große Wunder, dass er irgendwann mal, aber kam halt doch, war halt einfach nicht schön, ne? Ja, wie soll ich sagen? War schon scheiße. Hat mir gar nicht gefallen. Ja, so. Da brauchte ich erstmal ein bisschen Abstand. Da war mein Nervenkostüm nicht gerade das Beste. Manches Mal gibt es ja hier gewisse Herren, die da mit komischen Kommentaren manchmal dabei sind. Und ich ausraste und hier rumbrülle, habe ich gedacht, mache ich erstmal ein bisschen Pause. Also ist wohl nachzuvollziehen, ja, dass ich ein bisschen Pause brauchte. Von daher. So, mal machen. Halt den Kohl, wir machen eine Stunde Pause, damit wir mal zu den anderen Händlern gehen können hier. Ach ja, warte. Ich glaube, nach 10 machen die auf. So, lang genug gewartet. Mitleid mit einem armen Tropfen. Boah. Ja, vielen Dank, Danu. Auf die nächsten Monate. Jawohl, auf die nächsten Monate. Vielen Dank für deinen Sub. Dritter Monat in Folge. Vielen Dank, Danu. Dankeschön. So. Jetzt habe ich wieder zu lachen. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Schön, dass ich erschreckt. Ja, aber schrecken tue ich mich schon fast immer. Verhandeln. Nee, erstmal kannst du reparieren. Repariert der auch? Ja, ne? Reparatur. Mach mal. Ja, das Ding auf jeden Fall reparieren. So. Und jetzt verkaufen. Oh, Platz, was haben wir denn da noch? Das Ding ist nicht besser. Das ist schlechter. Also kommt in die Tonne. Ah. Schon falsch. Wickelhaube hier, weg. Die Dinger sind auch nicht repariert. Warum nicht? Oh yeah! Vielen Dank, Gasometer! 5 Spitz, Dankeschön! Mahlzeit! So, was habe ich denn sonst? Habe ich noch was verkaufen? Die Mönchskutte? Naja, die kann ich ja behalten. Rittersporen. Ich glaube, die hier waren besser, ne? Was sind denn hier für Sporen? Welche habe ich denn an? Silberne Sporen. Ja, die sind besser. Warum auch immer. Weiß ich nicht. Ich muss mal gucken.
glaube, die hatten einfach mehr Charisma, ne? Hier 17 Charisma haben die Sirmensporen und die hier haben 15. Von daher können wir das ja auch verkaufen. Weg damit. Alte Schlappen brauche ich nicht mehr. Wenn es gut behalte, ich weiß nicht warum, ich behalte es einfach. Andenken an eine qualvolle Zeit. Da war ich auch wirklich. So, kaufen. Was hat der denn noch hier anzubieten? Schneider-Set brauche ich. Schneider-Set. Die kaufe ich alle beide. Sehr. Beide. Zack. Jetzt? Ah. Dem sein Vermögen reicht nicht aus. Na, dann kriegt er halt was extra. Hallo, Sohn, willkommen meine Helblingen. Mahlzeit. Kleines, ne, kleines brauchen wir nicht. Ankunft überprüfen. Ja, feilschen. Feilsch ich mal. Lässt sich was am Preis machen? Am Ledermaske, hallöchen. Nun, versuchen wir es. So. Kriegt er halt ein bisschen mehr. Hier, mehr kann ich gar nicht. Okay, hier, da, zack. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Na sowas, vielen lieben Dank. Ja, hast du Glück gehabt, du bist uns pleite. Vogel. Okay, in der nächste bitte. Zwiebeln, die die stärksten Männer zum Weinen bringen. Es ist immer nur nicht auf der Saftladen. Ich geh da gleich selber rein. Aber ich hab doch wieder Rüstungsset. Wieso? Kleine Schmiede, nichts zu kombinieren. Ja, das war ein anderes, ne? Schmiedeset, Schneiderset. Rüstungsset hieß das Dicke, ne? Dann haben wir nichts mehr. Auch nicht im Gaul. Gucken. Sonstiges. Ne, haben wir nicht. Kleines Schuhset, Schmiedeset. Das Rüstungsset, da sind doch welche. Inventar, geht die Dinge auf. Komm, hier. Zack. Gucken. Ah, geht doch. Dann reparier mal. Brauche ich den Typ gar nicht. Sehr schön. Alles klar. Wir gehen. Wir sind soweit. Wie sieht aus mit Futtern? Satt 72, ja, kann ich dann noch auf dem Weg darunter. Frisches Brot. Halte ich dann irgendeinen Pott an. Mit Brot allein kann man nicht leben, aber ohne Hackbrot haben wir alles genommen. Wir brüllen ein bisschen. Müsste mal gucken, ob das ist zu laut. Brüllen die zu laut rum? Könnte gut sein. Ah, da ist mein Topf. Mit Hapa Hapa. Naja. Bin da. Alter Unterhose. Lecker. So. So, hep. So, an für sich wäre ich soweit. An für sich könnten wir Schnellreise machen. Bin mal gespannt, ob das Finale heute schon ansteht. Wie lange es noch dauert. Das kann ja nicht mehr so lange dauern. Wir reisen, wir machen Schnellreise. Komm. Bin zu faul, selbst zu reiten. Dahin will ich. Jawohl. Reitet noch original mitten auf dem Weg. Mal gucken, ob wir wieder einen niederstrecken. Bräuchte ich an für sich ein bisschen Übung. Überfall. Ich will nicht entkommen. Soldat. Wer will mich hier überfallen? Der Hase? Wohl kaum. Ja. Und hier steht eine Kiste mitten auf dem Weg. Was ist das denn? Hä? Leck mir am Arsch. Muss ich eindeutig etwas leiser machen. Hab ich mir erschrocken. So, jetzt habe ich den richtigen Knopf gefunden. Scheiße an.
Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön. Und ist Con Julio auch dabei? Wir haben gar keine Meldung für Con Julio. Vielen, vielen Dank für eure Subs. Du teuerst dann 3 Monate in Folge und Con Julio schon 6 Monate dabei. Vielen Dank für ein halbes Jahr. Dankeschön für deine Treue, für eure Treue. Leute. So, was machen wir denn jetzt hier? Gucken wir doch mal rein da. Nix drin. Oh, what the fuck? Aussitzen. Warte mal kurz. Naja. Sollen wir uns mit dem prügeln? Warum nicht, ne? Sollen wir ja absteigen? Vogel raus. Wo ist der Vogel? Oh, da kommt er. Der eine schießt schon. Na? Schön in die Birne. Noch ein. Lächerlich erwischt. So, wo ist der andere, der auf mich schießt? Der schießt gar nicht auf mich. Ich meine, da werden Pfeile geflogen, aber... Oh, egal. Es ist dran. Na, wo ist er denn? Da ist er daneben. Einen schön in den Kopf warten. Schön stillhalten. Papp. Erledigt. Sehr schön. Ja, die plündern wir doch gerne. Haben wir noch einen Apfel? Naja, eine Fackel, weiß ich nicht. Bisschen Kohle nehmen wir mit. Getrockneten Pilze nehmen wir mit. Die konnten wir nämlich überall futtern. Ansonsten haben die nichts Vernünftiges dabei. Eine Räucherwurst. Weil meine Pfeile waren das doch, oder? Ja, Rest kannst du behalten. Nichts Erwähnenswertes bei. Okay, aus der Übung geraten bin ich ja noch nicht. Das hat ja prima geklappt jetzt hier mit dem Überfall. Zack, pack den Bogen mal weg. Da liegt der nächste. Humanen schlachten. Nochmal einen Arsch treten. So. Dolch kannst du vergessen. Guck mal. 800, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Ja, den Hut nehme ich mit. Komm, die 6, Handschuhe. Schnaps, warum nicht? Silbersporen, 1000. Ja, der hat schöne Sachen dabei gehabt. Ja. Verband nehmen wir sowieso. So, wunderbar, alles klar. Froschen. Kohle lassen wir doch nicht liegen. Ich so einen mit auf dem Weg. Oh, Hund. Da. Okay. Aufsitzen. So, machen wir wieder Schnellreise. Unfallort. Mal. Bin ich gespannt, wo der lang reitet. Ah, der rennt da einen anderen Weg. Da kann ich aufgedeckt. Prima. Wo deckt er den auf, wenn ich jetzt hier lang reite? Wer macht die Wolken wieder hin? Das könnte es sein. Das könnte es sein, hier bin ich. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Kommt denn da? Ja, weiß ich nicht, Teusern, ob wir schon am Ende sind, aber ich glaube, irgendwann muss ja am Ende sein. Kesslein, Salüchen! Vom LKW fallen die Kiste gar so bitte, ja. So. Was war eine komische Katze bei dir? Oder muss ich mal gucken? Dann muss ich später mal gucken. Danke für den Hinweis. Ich habe nichts gehört. So, was wollen deine Willen haben? Jawohl, Bruder. Ja, ja, prima. Finde heraus, wie viele Männer da sind. Der einzige Weg wird von Letschko aus dorthin. Von der Ostflanke des Hügels her kommen. So oder so. Ich muss dort hinein. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe das stumme Gefühl, wir speichern hier einfach mal. So, jetzt gehen wir mal gucken. Sagen wir mal frech Hallo. Wir haben nämlich beim letzten Mal, das weiß ich noch. Vielen Dank, Danu, für deinen Host. Für deinen Horst.
Was jetzt? Achtung, das betretene Fenster könnte zum Abbruch einer laufenden Quest führen. Ja, schließen. Könnte auch zum Abbruch des Spiels führen, oder was? Gut, dass ich gespeichert habe. Hier nicht mehr. Was ist das denn? Ah, jetzt. Hat er irgendwas gemacht? Was könnte denn hier noch fehlen? Den habe ich doch schon gefunden, oder nicht? Das verstehe ich nicht. Der Typ, der war das doch. Ich habe gehört, dass er in Sasau nur noch Banditen anhört. Aber man hat nicht längst hinter uns? Verstehe ich nicht. Wir versuchen mal da reinzugehen. Tag, Leute! Geht sogar. Was willst du? Ich will rein. Lass mich rein. Rein, ja? Und wie lautet die Losung? Öffne das Tor heißt die Losung. Bringe wichtige Kunden, öffne das Tor. Genau. Sie lautet, öffne das verdammte Tor oder du stirbst. Ist gut. Kein Grund auszurasten. So, wisst ihr? Kundschaft das Lager aus. Lager und die Männer aus. Melde dich bei Erik. Der Wikinger ist auch da. Ach. Weißt du, wo Erik ist? Ich muss mit Erik sprechen. Weißt du, wo ich ihn finde? Siehst du das große verfallene Haus oben am Hügel? Meistens ist er dort. Seine Rüstung glänzt hell, ist kaum zu übersehen. Wie geht's? Na, wie läuft's? Geht. Bin zwar erst seit ein paar Tagen hier, kann aber nicht klagen. Essen, Schnaps und gute Gesellschaft. Naja, Gesellschaft. Prima. Wie bist du hier eigentlich gelandet? Ich? Bist wohl etwas grün hinter den Ohren, was? Ist hier einfach mein Ding. Immer wenn die Blaublüter sich an die Gurgel gehen, stehen ich und mein treues Schwert auf der einen oder anderen Seite. Je nachdem, wer besser zahlt. Prima. Ich glaube, doofe Fragen stellen ist hier nicht so günstig, aber ich versuche es. Es wäre sicher auch netter gegangen, Danu, meinst du? Ich bin neu hier. Kannst du mir sagen, was sich hier so tut? Das, wonach es aussieht. Wir saufen. Prima. Was sonst? Ein paar Trottel sind am Üben, um in Form zu bleiben. Aber wozu die Mühe? Mit der Streitmacht durchbrechen wir jede Gegenwehr wie ein Rambocken modriges Schollentor. Aha. Sag mal, weißt du zufällig, was wir als nächstes tun? Na klar. Morgen in aller Herrgottsfrühe gibt's einen großen Aufmarsch. Alle hier wissen das. Das ist prima. Ich weiß genug. Pizza-Service. Bei ihm, oder was? Muss ich hier bedienen? Könnte man. So, ich mach einfach so. Zack. Zack. What? Ich hab keinen Dietrich mehr, der spinnt wohl. Ich hab mich... Wo ist mein Pferd? What the fuck? Die ganzen Dietriche sind im Pferd. Da muss ich nochmal raus. Überall Dreck und Gestank. Komm nicht raus. Lol, was ist das für ein Schwachsinn? Bitte. Pass etwas besser auf. Lass mich raus. Ich muss gehen. Der Befehl lautet, niemanden rauszulassen. Offenbar heckt der Anführer was aus und wir werden bald herrlich ausrücken. Wurde auch Zeit. Prima. Niemanden rauslassen. Sehr gut. Kein Dietrich dabei. Wer soll das denn wissen? Er singt vom Blut. Was zu futtern haben sie? Haben sie auch einen, was der verkauft?
Hüpf. Guck mal, so viele schöne Truhen. Die haben sicher was dagegen, wenn ich sie beklaue am helllichten Tag. Alles voller Kisten. Bin so hungrig, könnte meine Stiefel fressen. Dann geh was essen. Dornenfingern, die Weiber schänden, alles niederbrennen, Zechen zerstören, plündern, beste. Brandschatzen zertrümmern. Ach du Scheiße, hier sind viele. Was zur Hölle machst du da? Diese Zelte sehen teuer aus. Was lass mich doch mal. Das sind definitiv keine armen Schlucker. Ach, hallo Butchi! Vielen, vielen Dank für deinen Sub! Dankeschön! 3 Monate in Folge! Sehr schön! Danke! Spitzdielauscher, Prinzessin! Ich sag dir, ein echter Mann muss stinken! Wart nur, bis du 2 Wochen hier warst, dann werden wir sehen, wie deine Füße jawohl riechen! Die stinken also! Keiner zum Ausrauben hier. Arschlange. Hier sind echt viele. Und den Ärger hab ich sofort tot. Bin ich müde. Ja, dann gehe ich wohl zum Erik der Wikinger. Das sind alles nur Banditen. Ich dachte, keiner Namen. Irgendwie was Besonderes. Nicht nur die äußere Palisade ist massiv, sondern auch die innere. Nicht gut. Oh, der ist ein bisschen... Hier müssten die Kommandanten sein. Der da zum Beispiel. Der sieht schon blecherner aus. Oder? So Bandit dran. Mist. Hier würde ich gerne klauen ohne Ende. Hier muss er drin sein. Da ist Erik. Hat er irgendwas zum Klauen auf dem Tisch? Nö, ich setze mich nicht. Ich werde es direkt machen. Was willst du? Olli, hallöchen. Koslik schickt mich. Ah, noch mehr Verstärkung. Du bist der aus dem Kloster? Voll. Ja, Herr. Du hast diesen Verräter wirklich getötet? Ja, Herr. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir gelingt. Kannst du mit einem Schwert umgehen? Ein bisschen. Komm. Ja, wenn ich das sag. Und jetzt die hier sag, ich weiß, wie ein Schwert schwingt, dann haut er wieder total übel auf die Kacke. Ah, ich glaub schon, komm. Ja, ich weiß, was ich tue. Stellen wir dich auf die Probe. Geh zu Vanjek, unserem Kampfmeister. Er wird schon herausfinden, aus welchem Holz okay du geschnitzt bist. Geh einfach hügelabwärts bis zur Palisade. Sein Zelt liegt direkt beim Übungsplatz. Jawohl, Herr. Kann ich beim Erik mich noch ein bisschen umgucken, was der noch so hat? Nee, nichts Besonderes. Kann ich Erik beklauen? Hock doch da. Nee. Beklauen kann ich nicht. Nehmen wir den Helm weg. Okay, gehen wir mal runter. Flotten Fußes. Bandit. Gut, dass mich keiner erkennt. Warum erkennt mich keiner? Weil ich keinen Lauf lasse. Oh, der hat einen Bogen. Der sieht anders aus. Wir haben schöne Lieder, ne? Mit der Kampfmeister. Brandschatzen zertrümmern, die Weiber. Nicht behandeln. Wer ist das? Bist du Kampfmeister Vanjek? Ja, da bin ich. Was willst du? Ich bin Heinrich. Erik sagte, du siehst dir an, wie gut ich mit dem Schwert bin. Ah, noch ein Grünschnabel. Schön, dass Koslik seine Arbeit macht. Allerdings können die meisten nicht mal einen Haufen Scheiße mit einer Mistgabel bekämpfen. Hey, kenne ich dich etwa? Irgendwoher kommst du mir bekannt vor. Keine Ahnung. Sag mir jetzt. Kennt er uns oder kennt uns nicht?
habe dich noch nie zuvor gesehen. Wirklich? Ich würde meinen Arsch verwetten, dass ich dich kenne. Egal. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es einst war. Ich saufe zu viel. Oder zu wenig. Also, dann zeig mal, was du kannst. Hast du eine Waffe? Wenn nicht, kannst du dir dort drüben eine leihen. Bereit? Jawohl, ich bin bereit. Lassen wir es angehen. So, dann zeig mir mal, was du kannst. Schauen wir mal. Möchtest du gegen den da kämpfen? Richtig ein Schwert. Oh. Na schön, komm wieder, wenn die Eier gewachsen sind. Herrgott! Ich bin hier, du. Ja, hab ich gesehen, wo du bist. Hack ihm eine. Ruhig war, du Wilder. Sagte ich nicht, dass wir hier kämpfen? Wir können uns nicht im Lager schlagen. Verdammte Ruhig mal, du Vogel. Das ist gut. Ruhig. Ich hab nicht viel Platz. Das ist echt nicht nett, der Freund hier. Verschwinde! Scheiß Kerl! Nee, gar nicht. Hatschi, hat er gesagt. Ich hab ihm noch schon eine gegeben, anständig oder nicht. Wie lange muss ich jetzt mit dem kämpfen? Verdammt! Ah. Himmel, hilf! Du bist viel besser als die meisten dieser Scheißkerle hier. Dankeschön. Gut gemacht. Ich hatte etwas Übung. Das sehe ich. Ich sage Eric, was in dir steckt. Aber damit du nicht denkst, der alte Vanjek hätt's nicht mehr drauf, zeige ich dir einen Kniff, der dir sicher nützen wird. Oh, wie spendabel von dir. Tja, ich will nicht bis aufs Grab kämpfen. Also pass auf. Bevor du anfängst herumzufuchteln, sieh zu, dass deine Beine weit auseinanderstehen. Ungefähr so, als würdest du einen kolossalen Furz lassen. Ich glaube, ich hab's. Danke. Also, Beine breit machen, kolossal furzen. Das ist im Kampf prima. Mahlzeit, Kigong, Hallöchen. Den habe ich schon schön auf die Glocke gehauen. Ich steck mal das Schwertchen weg, ist besser. Gehen die gleich alle durch. Ich glaube, da reagieren die ziemlich empfindlich. Ach, du kannst mich mal! Ja, red nur. Wenn ich den Hund erwische, schlag. Wie lange denn? Wir sind noch satt, Energie haben wir genug an für sich. Das hat ja hier prima. Ich hab gedacht, den können wir jetzt direkt hier rüber abhacken, dem Kampfmeister. Wäre, glaube ich, nicht schlecht gewesen. Spalten, schlagen. Ja, mein Pferd. Ich jetzt zacken? Kann er nicht mehr reiten, der Chef. Herr, entschuldige. Was ist denn? Wie befohlen bin ich zum Kampfmeister und habe... Hast du deine Zunge verschluckt? Red weiter. Ich vermute zu wissen, was mit dem jungen Herrn los ist. Er ist wohl überrascht, mich hier zu sehen. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit.
Seit wann hörst du denn Ratzigs Leute an, Erik? Ratzig? Oje. Ganz recht. Dieser Junge ist ihm äußerst wichtig. Und ich schätze, er ist auf der Suche hier. Ja, damit. Hab ich recht, Bürschchen? Du Bastard. Nein. Er kommt zu sich. Bitte vergib mir die Unannehmlichkeiten, doch es ist zu deiner eigenen Sicherheit. Und unserer natürlich. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Ich lasse dich nämlich am Leben. Ich bin mir sicher, dein lieber Vater wird ein hübsches Lösegeld für dich zahlen. Mein Vater ist tot. Dein mieser Lakai ließ ihn mich nicht einmal bestatten. Er weiß es nicht, Erik. Er hat keine Ahnung. Man erzählte es mir, einem Fremden, aber nicht ihm. Wie unglaublich rücksichtslos. Bestimmt würdest du dies lieber unter angenehmeren Umständen und definitiv auch von jemand anderem als mir erfahren. Aber das ist des Bettlers los. Dein Vater, dein richtiger Vater, ist am Leben. Und du kennst ihn. Er ist dein Lehnsherr, Ratzig Kobilla. Obwohl, wie viel kannst du ihm schon bedeuten? Hier bist du nun, eine obdachlose Waise. Und dennoch hat er dich nicht anerkannt. Deine Eltern sind beide gestorben, habe ich recht? Das dachte ich mir. Und trotzdem hat Ratzig die Wahrheit für sich behalten. Könnte es sein, dass er sich deinetwegen schämt? Ich frage mich, ob er das Lösegeld überhaupt bezahlen würde. Aber denken wir darüber jetzt besser nicht nach. Denn wenn dein Vater sich dazu entscheidet, nicht zu zahlen, bist du für mich wertlos und dann... Mein Vater ist tot. Ich verstehe deine Gefühle, ja, tue ich wirklich. Meine eigene Kindheit war deiner nicht unähnlich. Schon eigenartig, dass gerade wir beide etwas gemeinsam haben. Aber Schluss mit dem Geschwätz. Es wird langsam Zeit, dass du mir sagst, weshalb du hergekommen bist. Ich suche nach dem Schwert meines Vaters. Dass mir ein gewisser Bastard gestohlen hat. Oh. Und ich habe es gefunden. Da frage ich mich, welchen Vater du meinst. Gewissermaßen gehört es ja beiden. Es spielt keine Rolle, wem es gehört, denn ich werde dich damit töten. Du bist momentan nicht in der Position, mir zu drohen. Aber andererseits, warum nicht? Wenn dein Vater, dein richtiger Vater, für dich zahlt, gebe ich dir gern die Gelegenheit dazu. Wie großzügig von euch. Meine Rede. Ratzig wird dich vernichten. Und ich werde da sein und zusehen. Das bezweifle ich doch sehr. Dir müsste eigentlich klar sein, dass dein Vater nicht einmal über einen Bruchteil der Streitmacht verfügt, die ich versammelt habe. Und nun, mit dem König in Gefangenschaft, wird euch niemand mit seinen Truppen unterstützen. Selbst mit Harnisch und Divisch zusammen könnte dein Vater niemals mehr Männer aufbieten als ich. Nun, die einzige Streitmacht in diesem Land, die in der Lage wäre, mich zu besiegen, gehört Sigismund. Und er bezahlt mich. Und wenn er siegt, siege ich. Alles, was ich mir jetzt nehme, wird für immer mir gehören. Ich möchte das ganze Land besitzen. Erblicke den neuen Herrscher des Reiches. Ein Mann wie du wird niemals die Herrschaft erlangen. Hast du denn nie von Herrn Sokol von Lamberg oder Herrn Hinek Dürrteufel gehört? Sie kämpften für deinen König und plünderten die Ländereien der österreichischen Adligen, genau wie ich es hier tue. Wie heißt das so schön? Fressen oder gefressen werden, Kleiner. Kriege sind eine dreckige Angelegenheit. Herr, es ist soweit. Verzeih. Ich fürchte, ich muss mich wichtigeren Dingen zuwenden als dir, Kleiner. Udo hier leistet dir sicher sehr gern Gesellschaft. Und hoffen wir um unser beider Willen, dass dein Vater für dich zahlt. Lebe wohl. Fahr zur Hölle! Prügel dir mal ein paar Manieren ein, Udo. Na los, Erik, komm mit, wir haben was zu erledigen. Das sieht nicht gut aus. Udo prügelt mich jetzt auf den Sack. Heinrich! Heinrich! Wach auf! Hörst du mich? Scheiße, hat dich der Mistkerl zugerichtet. Hier, versuch zu trinken. Ich dachte schon, du warst nie auf.
kennst du meinen Namen. Erkennst du mich denn nicht mehr? Was, Pischek? Du Scheißverräter. Erst lieferst du mich diesen Schweinen aus und jetzt tust du so, als wäre nichts passiert? Sch, sei still. Ja, wir hatten da so unsere Probleme. Aber ich bin der Einzige, der dir jetzt helfen kann. Also willst du meine Hilfe oder nicht? Wo sind meine ganzen, mein ganzes Zeug? Haben sie mit alles weggenommen? Kann nicht wahr sein. Ich war so gut ausgerüstet. Was willst du? Dich rausholen. Aber wenn's dir lieber ist, kannst du auch gern hier verrotten und dir von Ishtvans Schläger die Scheiße aus dem Leib prügeln lassen. Nee. Okay. Wieso solltest gerade du mich hier rausholen wollen? Hab gute Gründe. Wenn nicht für meinen Seelenheil, dann für meinen Geldbeutel. Das wird dich ein paar Groschen kosten. Ansonsten brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ach ja? Selbst wenn er von einem Bastard kommt, der mir seine Schurkenfreunde auf den Hals hetzte, als ich meine Eltern bestatten wollte? Ich geb ja zu, wir hatten keinen guten Start. Aber das ist eine gute Gelegenheit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Okay. Also, wegen der Kohle? Also, ja. Was ist mit meinen Sachen? Die hat Eric. Wäre Selbstmord, die zu holen. Nee, die holen wir uns. Vergiss es lieber. Toll. Ich soll also in diesem Aufzug von hier fliehen, ja? Wäre in der Tat besser, wenn du was anhättest, womit du nicht auffällst. Aber ich kann dir nichts besorgen. Soll dich schließlich bewachen. Würde ich von hier weggehen, müsste ich die anderen auch meiden. Hallöchen. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall... Wie willst du das anstellen? Na, endlich. Ich kenne einen Weg aus der Feste, wo man nicht gesehen wird. Ich werde dich losmachen und du musst es selbst dorthin schaffen. Bei Nacht sollte das nicht so schwer sein. Gehe ich nirgendwo hin. Ich warte draußen auf dich und du sagst deinem werten Papi, dass ich dir geholfen habe, damit sie mich nicht aufknöpfen. Und selbstredend gibst du mir was für das Risiko. Klingt eher so, als trüge nur ich das Risiko. Nicht wirklich. Was machen sie wohl mit dir, wenn sie dich schnappen? Die wollen Lösegeld. Im schlimmsten Fall sperren sie dich also wieder ein. Aber für mich, der dich bewachen soll und entwischen lässt, drückt keiner was ab, mein Freund. Ja gut, dann, dann los. Also schön, hauen wir ab. Binde mich los. Das wollte ich hören. Aber erst schwörst du, dass du Herrn Ratzig von meiner Hilfe erzählst. Und mich bezahlst. Du hast mein Wort. Wie sieht der Plan aus? Na gut, dein Wort muss wohl reichen. Also, spitz die Ohren. Ich weiß, wie man von hier verduften kann. Unten im Lager, beim Abhang über der Sasau, ist eine Stelle, an der sie die ganze Scheiße über die Palisade schmeißen. Der Scheißhaufen geht schon fast bis ganz nach oben. Wir müssen bloß über die Palisade springen und haben eine weiche Landung. Dann sind wir frei. Frei und voll mit Scheiße. Und das ist alles? Nun, zuerst müssen wir es bis dorthin schaffen. Keiner darf uns sehen. Ich soll dich im Auge behalten und du, tja, sollst im Auge behalten werden. Wir müssen unbemerkt bleiben und uns vor neugierigen Blicken hüten. Ich geh zuerst. Vorm Schuppen sollte keiner sein. Wenn du draußen bist, geh links die Palisade entlang. Dort ist alles voller Klippen, also sieh zu, dass du dich nicht umbringst. Ich warte nicht weit vom Lager entfernt auf dich. Beim abgestorbenen Baum zwischen dem Weg und dem Bach. Ich hol erst meine Klamotten. Vorher mache ich gar nichts. Ohne meine Klamotten gehe ich nirgendwo hin. Das steht auf jeden Fall fest. Ich hab nichts. Mein Pferd kommt ja auch nicht ran. Das ist spitze. Erstes du mach ich mal. Speichern darf ich nicht. Sehr schön. Weil ich keinen Schnaps hab. Das wird ja lustig. Da steht schon die erste Wache. Jetzt haben wir ja. Versuch mal eine Ausrüstung. Bei B. B, also da. Und direkt mal, du dreist seine Tür aufmachen. Da kommt schon einer langgelatscht. Kann ich den von hinten würgen? Guck.
Dann hätte ich schon mal was, da könnte ich den da drin abstechen. Kann ich latschen? Kann man einen umhauen von hinten? Ich weiß nicht. Flossknacken, sehr leicht. Ich hab keinen Dietrich. Fuck, damn. Er ist so blind, er hat mich nicht gesehen. Was ist das? Keiner da. Was ist das? Wer denn da? Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Ich bin doch schon längst weg. Du bist tot. Hilfe! Da sind zwei! Hilfe, 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 Hilfe! Lass mich raus! Komm her, du Weichei! Ich muss weg! Ich weiß gar nicht, wo lang! Was ist los? Komm schon! Hau ihn um! Den auch! Herrgott! Mach ihn fertig, deine Ecke. Hack mir ein Kreuz, glaube ich. Nein, habe ich nicht. Bekommen, was? Hau ihn um. Ich muss hier raus. Du wirst leid. Andere Seite. Nein. Das nennst du kämpfen? Nicht kämpfen. Ich kann nicht. Ja, toll. Sehr schön, sehr schön. Das war wohl nix. Das wird schwierig. Da ich keinen Dietrich habe, wie soll ich da rankommen? Ach du Scheiße, das wird was. Jetzt der Typ, wenn er hier angelatscht kommt. Doch gleich kommen. Ne, er geht weg. Komm ich da hin? Ich will mein Zeug wieder haben, auf jeden Fall. Geht so nicht, vielleicht pennt hier irgendwo einer. Keiner da. Was ist hier los? Lass mich weg. Erstmal ein Stück. Aber das ist alles so blutverschmiert, ich sehe fast nichts. Hier pennen doch bestimmt welche. Oh, da hocken welche. Oje, oje, oje. Ich geh schon wieder. Keiner da. Was ist hier los? Einen davon umhaue, die eine Wache. Könnte klappen. Du Scheiße. Muss nur an Dietrich kommen. Meine Sache lasse ich nicht hier zurück, auf keinen Fall. Ich schnapp mir den jetzt. Komm her, mein Freund. Au! Nicht mit der Axt. Oh, okay. Das war keine gute Idee. In dem Schuppen hatte ich bessere Karten anscheinend. Boah, das wird natürlich jetzt schwierig. Aber ohne meine Sachen, Leute, mache ich keinen Schritt aus. Ein Tipp? Nein, Drago, nein. Kein Tipp erstmal. Lass erstmal so versuchen. Ich muss irgendwo was finden. Das ist der Tipp. Das ist der Clou. Nehme ich an.
sehe noch nicht mal wirklich was. Kommt da angelatscht. Wie lange steht der da rum? Wenn ich dann lang renne, falle ich nicht so auf, als wenn ich schleiche. Das habe ich schon mal festgestellt. Ich muss irgendwo was finden. Knüppel oder sonst was. Links ist irgendwas. Da sind Kisten. Da sind Typen. Nicht so gut aus. Du bist blind. Was ist hier los? Gute Idee. Geht gar nicht rein. Stehlen, ich kann nicht stehlen oder kann ich stehlen? Doch, kann ich. Retterschnaps, das ist schon mal wichtig. Alles mitgehen lassen. Zack. Mitgehen lassen. Jawohl. Okay, als allererstes habe ich einen Schnaps. Das kann ich speichern. So. Zack. Allererste. Nächste. Den Blumenaufguss da. Trinken. Zack. Prima. Das ist schon mal nicht schlecht gewesen. Geht gerade. Machen wir die Tür zu. Aber hier war ich doch gerade drin. Findet noch irgendwas. Wird mit der Mistgabel. Kann ich ihn nehmen, den in den allerwertesten stechen? Leider nein. Also hier habe ich schon mal nichts übersehen, glaube ich. Ja. Dietrich bräuchten wir. Oh, da steht der Typ. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlacht. Ruhe auf die Nuss. Ich schlachte dich ab! Ich nicht. Warte mal ein bisschen. Ich werde dich finden. Leck mich am Arsch. Ja, verdammt. Lass mich weg. Scheiße mehr. Lauf. Es weg. Lalala. Wer ist da? Scheiße, die sind immer noch hinter mir her. Nein, so was. Lass mich durch hier. Nix los, alles gut. Hey, wer ist da? Schlafen und speichern. Was ist das? Sei mal still, mecker nicht hier rum. Was haben wir denn? Da haben wir nix. Verdammt. Scheiße. Wo krieg ich jetzt Zeug her? Keiner da, ist alles gut. Was ist hier los? Der meckert rum. Dacht aber nix. Was? Lass mal weg. Wieso lässt er mich nicht weg? Das ist dein allerbester. Lass mich los, ich will noch weg. Nix, Kurva. Es wäre ja schön, wenn ich von dem wegkommen könnte, wenigstens. Dumm gelaufen. Schwupps, ein... Das war nicht gut. Auf keinen Fall war das gut. Bei dir ist asynchron, ne. Ehrlich jetzt. Schon wieder asynchron, stimmt das?
Da muss ich mal reingucken. Mir sagt im Moment gar nichts, das ist der Beste. So, Runde. Jo. Okay. Ist wieder asynchron. Ich hasse es. Ich verstehe es nicht. Zum Verrecken nicht, wieso der Scheiß jetzt asynchron ist. Mist. Na gut, ich muss mal kurz stoppen, bin gleich wieder da. Jetzt ja nichts.